Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Abend. Monique Schwitter, die Präsidentin und Initiantin dieser Reihe, ist leider heute verhindert. Deshalb stehe ich da jetzt vor Ihnen. Ich möchte auch Herrn Mark, Falkwin Mark, begrüßen und jetzt Herrn Peter Bialoczewski. Ich werde sicher mich öfters noch verhaspeln an diesen Namen. Ich freue mich sehr, dass das so geklappt hat. Bilder urbane Wirklichkeiten und Möglichkeiten. Bin ich tatsächlich sehr gespannt, was wir da heute erfahren oder sehen werden. Das Format Treffen sich zwei ist heute ohne Moderation, also die beiden Herren werden selbst bestimmen, wie lange es dauert. Ich schätze vielleicht eine Stunde, dann würde ich versuchen, so mich ein bisschen bemerkbar zu machen. Aber Sie können sehen, gegebenenfalls, es wäre auch sehr schön, wenn Sie als Publikum sich vielleicht auch noch einbringen könnten. Einfach kann man gespannt sein auf den heutigen Abend. Zum Schluss werden wir uns unten noch im Restaurant treffen, um das Gespräch weiterzuführen. Da sind Sie auch herzlich eingeladen. Als Arme Akademie muss ich natürlich sagen, zum Selbstkostenpreis. Aber wäre schön, wenn wir das vielleicht noch so weiterführen könnten. Um 20 Uhr vermutlich beginnt es dann hier in diesem Raum zu wummern. Das ist dann die Markthalle, die mit ihrem Konzert beginnt. Also nicht, dass Sie denken, dass da die Bude einstürzt, aber vielleicht sind wir dann auch schon durch. Ich erlaube mir noch kurz zwei, drei Bemerkungen zu den beiden Herren zu machen. Ich habe versucht zu recherchieren, weil ich selbst leider nicht informiert worden bin. Ich wusste auch nicht, dass Sie heute eine ganze Reihe von Bildern zu sehen bekommen. Also trotzdem erlaube ich mir jetzt eine Bemerkung zu Falkwin Mark. Da ist mir natürlich in Sinn gekommen, seine wunderschöne Skizze, aquarellartig gehalten zur Hafen City, also die Vision, die damals präsentiert worden ist, wie man das Gelände der Hafen City bebauen könnte. Leider muss man sagen, ist man diesen Ideen nicht gefolgt. Trotzdem fand ich das sehr schön oder möchte ich das erwähnen für den heutigen Abend. Es ist ungewöhnlich sehr klare Blau für das Wasser. Es gibt differenzierte Grüntöne und hauptsächlich die Rottöne für die Klinkerbauten, die Herr Mark da vorgesehen hat. Feste Typologien, Gebäude, die geerdet sind und so eine Reihung von U-förmigen Gebäuden, die nach Süden hin sich öffnen. Man kann aber erkennen, dass eigentlich das Herz dieser Anlage die Freiräume sind. Und ich denke, dass also das auch sichtbar wird, die Stadt lebt oder die Vorstellung dieser Stadt lebt von den Freiräumen. Wenn ich noch auf eine Sache von Herrn Mark komme, in einem Interview meinte er, Sesshaftigkeit ist das Wesen oder die Architektur ist entstanden durch die Sesshaftigkeit. Und so würde ich seine Skizze auch interpretieren. Das sind Orte geschaffen, Vorstellungen geschaffen worden, in denen man sich gerne aufhalten möchte. Das war die Vorstellung, die für mich aus dieser Skizze spricht. Schaue ich mir jetzt die Bilder von Herrn Bialoczewski auf seiner Webseite an. Das sind Tagebücher von vielen Städten der Welt aufgenommen und nichts weist auf eine Sesshaftigkeit hin der Leute. Also meistens sind die Bilder relativ frontal aufgenommen, mal gibt es eine kleine
Schräge, die zu sehen ist, aber es gibt keine Tiefe, es gibt keine Freiräume, die erkennbar sind. Es hat so fast, ja, es gibt kein Wunsch, sich eigentlich aufzuhalten in diesen Darstellungen. Interessant ist die Lichtführung der Bilder, die immer ein sehr helles, fast artifizielles Licht haben und sehr, ja, in der Farbigkeit wirken die Bilder sehr entrückt. Zu denken gibt mir ein Album oder zwei Album, der Titel davon, die meisten heißen Tagebücher, die in verschiedenen Städten aufgenommen sind, aber es gibt eines, das heißt Heimat und das andere heißt Paradise Now, also das Paradies jetzt. Und klicke ich in diese Alben rein, dann muss man sagen, in der Heimat, das sind Bilder, die erinnern so an die holländischen Meister, aber es ist eigentlich keine Architektur zu sehen. Es sind vereinzelt Leute zu sehen im Vordergrund. Architekturen verschwinden im Schatten der Topografie, sind eingebunden in Waldstücke oder verschwinden komplett im Nebel. Also finde ich dann sehr bezeichnet für die Bezeichnung Heimat. Und das Zweite, eben mit Paradies bezeichnet, das sind eigentlich Vegetation, Grüntöne, auch wieder in diesem sehr hellen Licht gehalten. Im Hintergrund, teilweise verschwommen, sind Baukräne zu sehen, sind gewisse Häuser zu sehen, aber es sind keine Orte, also es sind eigentlich Orte ohne Menschen, das kann man so sagen. Und es sind keine Orte, in denen man sich auch Menschen vorstellen kann. Also ich hoffe jetzt, dass ich da nicht alles torpediert habe, Ihr gesamtes Programm. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Wir werden versuchen, Sie so gut wie möglich zu unterhalten. Es tut mir sehr leid, dass gerade die beiden Arbeiten, die gerade angesprochen worden sind, heute nicht zu sehen sein werden, weil wir dann doch ein bisschen... Hat es schon wieder geknackt? Bin ich schuld? Also das heißt, wir haben versucht, ein paar Dinge zu finden, wo wir uns gegenseitig Bälle zuwerfen können, wo wir Bezüge feststellen. Sie können sich diese Arbeiten Heimat und Paradise Now natürlich gerne als Buch oder auf meiner Website ansehen. Und die entspringen der gleichen gedanklichen Konzeption wie eigentlich diese Arbeit, die ich jetzt hier vorstellen werde. Das war eigentlich für mich der Beginn, mich mit dem urbanen Raum zu beschäftigen. Und zwar heißt diese Serie Neon Tigers und war ein Versuch, den ich vor 20 Jahren unternommen habe, den Begriff der Megastadt, der in den 90ern aufgekommen ist, dem ein Bild zu verleihen, weil ich das Gefühl hatte, dass all das, was ich zu sehen bekam, nicht dieses Überwältigende hatte, das dieser Begriff für mich beinhaltete. Und also eine wesentliche Inspiration dafür waren zwei Dinge, einmal der Film Blade Runner und zum anderen das Science-Fiction-Writing von William Gibson. Das ist der Mann, der in der Novel New Romancer den Begriff Cyberspace kreiert hat. Und der hat gesprochen über Hightech und Lowlife und hat über sogenannte Sprawls, also Städte, die eigentlich, er hat das Vorbild damals in den 80er Jahren an japanischen Städten genommen. Und hier sehen Sie vielleicht so diese Idee eines Sprawls. Und ich würde jetzt so 6 oder 7 Bilder aus dieser Serie, die insgesamt 40 Bilder beinhaltet und im Wesentlichen in Bangkok, Shanghai, Hongkong, Kuala Lumpur und Singapur fotografiert wurde, wo es aber nicht darum ging, diesen Städten
eine Örtlichkeit zu verleihen, sondern eigentlich zu versuchen, diesem Phänomen der Megastadt auf die Schliche zu kommen. Hier sehen Sie vielleicht diese Idee von Hightech und Lowlife. Also oben können Sie so wie mit so einem Raumgleiter auf so einem Skytrain durch Bangkok fahren und unten können Sie einen Hühnchenflügel für 25 Cent kaufen. Ja, zu dem Zeitpunkt gab es das noch, dass, wie man sehen kann, natürlich eine seltsame Ansammlung von so ein paar alten Stühlen und einer Kulisse, die beinahe unwirklich daherkommt. Diese Bilder für die Menschen, die sich für Fotografie interessieren, sind tatsächlich noch vollständig analog fotografiert mit einer Plattenkamera, also eigentlich einer Technologie, die Fotografen des 19. Jahrhunderts zur Verfügung hatten. Also man stellt es auf ein Stativ, man zieht so einen Schieber raus und belichtet ganz lange. Und diese Bilder haben auch bis auf das Scannen der Abzüge, damit man sie projizieren kann, keinen Computer gesehen. Das wird sich später ändern. Das ist in Hongkong. Das ist nochmal in Shanghai. Und jetzt, it's your turn. Da fällt das Wasser nach Shanghai. Wann haben Sie den Auftrag bekommen? Also wir sind ja auch in Shanghai, etwas außerhalb der Innenstadt natürlich. Dazu muss man sagen, Shanghai hat die Probleme wie Hamburg. Es ist eine Flussstadt, alles ist zu flach. Und bis man seeschifftiefe Wasser hat für die modernen Schiffe, muss man 30 Kilometer vor die Küste gehen. Da liegen Gott sei Dank ein paar Inseln im tiefen Wasser. Und die haben gesagt, wir machen den größten Containerhafen der Welt. Das machen sie auch. Und jetzt brauchen wir eine Hafencity. Die sieht hier total anders aus als das, was vorhin Herr Matthä zitiert hat. Das ist eben eine Tabula Rasa-Planung. Ohne jede Anbindung, ohne jede Geschichte, ohne jede Struktur. Und die ist nur für die, die dort arbeiten. Und nebenan gibt es dann eine Logistikstadt, wo das Ganze stattfindet. So, aber ich wollte eigentlich nur sagen, man sieht eine Form. Dies ist hier ein Stückchen von dieser Inselgruppe mit diesen Häfen, die uns bedienen. Und da kriegt man jetzt diesen Irrsinnsmaßstab, der ihn ja auch so fasziniert hat in den Metropolen. Aber dies ist nur der kleine Hafen. Da ganz hinten sieht man im Hintergrund, wo die Brücke hinführt. Die ist übrigens eben 30 Kilometer Brücke durch das Gelbe Meer, bis es tief genug ist. Und da hinten ist der große Hafen, den sieht man ganz schemenhaft. Man muss sich in Hamburg vielleicht mal an richtige Dimensionen gewöhnen, denn Hamburg hält sich ja immer für eine Metropole und da muss man immer sehr schmunzeln. Nehmen wir das Nächste. Also faszinierend ist jetzt diese Struktur, die wir später auch städtebaulich sehen, hier aber sehr geordnet. So, und das war das Land. Sie sehen da Marschenland. Und blaues Wasser. Und die Vision aufschütten. Die Margen werden nicht angefasst. Da werden die Fische gezogen in den Tümpeln und Reis angebaut. Also aufschütten. Und das ging dann los. Ganz links sieht man, hier ist es ganz links von Ihnen, da sieht man, wo die Brücke losgeht. 30 Kilometer draußen zum Hafen. So, nun geht es weiter. Und nun chinesisches Tempo, weiter aufschütten. Die haben dann schnell noch diesen runden See gemacht. Dann haben sie jetzt die Singstraßen gemacht. Man sieht da die verschiedenen Deichlinien, da wo es schon grün ist. Der Deich wurde ja auch immer vorgesetzt. Denn das nächste, Bombs. Ist es schon fertig. Aber jetzt erstmal der allererste Schritt. Und es kommt was Vernünftiges.
Hier geht alles falsch rum. Sie sehen immer das Ergebnis, wie die Menschen das gemacht haben. Hier ist das Ergebnis eines Plans. Und zwar erstens mal ein See nur für den Gemeinnutzen. Das geht in China. Keine Bank, kein Shoppingcenter, kein Parlament, kein Gericht in der Mitte. Nur Wasser mit Inseln für den Gemeinnutzen. Dann rundherum 9 Kilometer Strand, Ufer, Park. Dann dieser Ring, da sieht man den Ansatz des City-Rings und jetzt sieht man da ein paar weiße Flecken, das sind die Kulturbauten, genau wie in Hamburg die Wallanlagen, Museum für Hamburgische Geschichte und so ein Zeug. Und dann rundherum entstehen jetzt die Quartiere, zu denen komme ich gleich, denn da zeichnet man ein Bild und da kommt die Wirklichkeit und jetzt kommt sie bei uns ein bisschen anders, als sie bei Ihnen dann jetzt gleich zu sehen ist. Wir planen noch sowas, Hof, Straße, Gemeinschaftsplatz, großer Platz, geordnet, Kindergärten, dann Schulzentrum, Quartierzentrum. Da haben wir gesagt, so vielfältig muss das werden. Und natürlich Wasserpark. Und was passiert? Das ist das Nächste. Das. Warum? Wir haben einen Kulturschritt vergessen und der ist anders. Und der ist jetzt nicht das wilde Leben wie in den Favelas, wo die Menschen sich selber helfen oder Sao Paulo, oder, sondern das ist die Mischung von Marktwirtschaft und Geomantie und Shenhui. Wir müssen ja jetzt auch alle Shenhui machen, nicht wahr? Das kann man sich alles gut abgucken. Denn im Norden ist immer das Böse, alles Wohnen ordnet sich nach Süden, das ist ja auch unsere Ideologie. Und darum kann man Wohnungen nur haben, wenn sie nach Süden besonnen sind und nach Norden abweisend ist. So ist der Kaiserpalast am Platz des Himmlischen Friedens gebaut. Alles ist in China so gebaut und das ist verfestigt. Und darum kann heute keiner, diese Häuser sind überwiegend unbewohnt, das ist auch witzig. Die sind jetzt noch unbewohnt. Das sind die Goldbarren des Mittelstandes, des Chinesischen, der jetzt anlegt und darauf hofft, dass es 5-mal verkauft wird. Aber der Witz ist, nur Zeilen. Und wenn Sie mit dem Flieger über China fahren, alles Neue ist gestreift, wo gewohnt wird. Und das ist vielleicht mal ganz interessant, jetzt vom Bild im Kontrast zu sehen, was er wahrnimmt, wie es ist, wenn das Leben für sich das macht. Dies ist natürlich nicht gewollt, sondern das ist natürlich eine, es kommt eben anders, als man denkt. So. Aber wie lange hat es gedauert und wie geht sowas vor sich? Kommt jemand zu Ihnen und sagt, baut uns jetzt mal eine Stadt in China? Nein, es sind ausschließlich seit 60 Jahren Wettbewerbe. Okay. Die gewinnt man in diesem Falle gegen die internationale Konkurrenz. Und Städtebau ist ja eine merkwürdige Geschichte. Das ist ja im Grunde genommen ein gestaltender Städtebau als Beruf, ist ja ausgestorben. Jetzt ist man ja nur noch Planer. Mhm. Und da koordiniert man wie so ein Mediator die stadttechnische Notdurft. Nicht? Also die Frage ist ja, also wollen wir sagen, planerisch zu sagen, ich mache das Gemeinwohl in die Mitte und das geht so und so. Also gewissermaßen die geometrisierte Idealstadt Hamburg, das ist ja ein Setzungsakt. Nicht? Das ist wie zu Hause, man möchte alles setzen, man möchte das auch, damit den Kindern alles richtig passiert. Und da ist passiert immer Chaos, das muss man aufräumen, man ordnet. Und dieses ist also ein gewollter Ordnungsvorgang im Kopf. Und nachher kommt die Wirklichkeit, die wird anders. Das hat ja Mathieu ganz schön bei der Hafen City gesagt. Wobei das Kind, was da geboren wurde, so vital ist, das kann die ganzen Schmarren, Verwachsungen, Fehler, zerschlagene Knie gut verkraften. Mhm. Wie lange hat es gedauert von der ersten Planung bis diese Dinger da stehen?
halbe Zeit von der Hafen City. Alles, das Aufschütten mit allem. Mhm. Weniger ein Drittel. Weniger als ein Drittel? Ja. Okay. Gut. Danke. Ah ja, das ist ja, noch. Da wird das Größte, habe ich nicht gezeigt. Natürlich wird als erstes Kultur gebaut. Und da wird das größte Marinemuseum der Welt gebaut. Nur der Chiang Kai-shek hat ja alle Kulturgüter mit nach Taiwan genommen. Das hieß ja früher Formosa. Also haben die gesagt, es gab keinen Inhalt für dieses Museum. Die sagen, wir bauen das größte Museum der Welt, größte Maritime. Na gut. Und was sehen Sie da? Jetzt wird hier genau aus der Ming-Zeit eine Großdschungel reingebaut. Dann machen wir die eben. China. Jetzt something completely different. Wir haben auch darüber gesprochen. Es gibt ein Buch, Architektur ohne Architekten, Architecture Without Architects. Es ist eine Ausstellung, die auch in Wien in den 80ern, das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und das korreliert so ein bisschen mit so einer Arbeit, die ich in Manila gemacht habe. Und zwar bin ich bei einer Recherche auf dieses Viertel gestoßen, was zwischen zwei Container-Terminals in Manila liegt, wo die Migranten aus der philippinischen Provinz anlanden, um dann in Manila, in der großen Stadt, in irgendeiner Weise Fuß zu fassen. Diese Bauten sind alle ohne Planung, einfach nur aus der Idee, sich ein Heim schaffen zu wollen, entstanden. Und als ich das erste Mal dahin kam, war ich völlig fasziniert und habe die meisten dieser Bilder tatsächlich, einige wenige sind wirklich mit einer in Anführungsstrichen professionellen Kamera gemacht, die meisten habe ich mit einer Digitalkamera als sogenannte Skizzen gemacht und war 3 Tage an diesem Ort und habe diese Hütten archiviert, immer im Hinblick darauf, ein Bild zu finden, was ich für ein anderes Projekt brauchte. Und das war im Februar 2008. Als dann im Herbst 2008 die Lehman Bank kollabierte, sprachen alle von den 30er Jahren. Es gibt für alle Menschen, die sich in der Fotografie auskennen, einen sehr berühmten amerikanischen Fotografen Walker Evans, der im Auftrag der damaligen Farm Security Administration das unter sozusagen der Rigide von Roosevelt beauftragt war, das Elend der amerikanischen Landbevölkerung zu dokumentieren. Und der hat eigentlich ganz ähnliche Bilder gemacht. Und für mich war tatsächlich diese Parallele so frappierend, dass ich dachte, ich müsste irgendwie was mit diesem Material machen und habe dann ein relativ kleines Buch gemacht mit auch wieder 40 Bildern, was so quadratisch war. Und das nannte ich Case Study Homes. Das ist ein Urhaus. Ja, ja. Also das Tolle ist, die könnte man ja so abbauen und auf die Documenta stellen. Die sind ja Objekte und sie sind eben extrem temporäre Objekte und das ist natürlich extrem schwierig, einfach auch die als Objekte zu bezeichnen, weil es natürlich sehr First World ist, weil all diese Häuser existieren nicht mehr. Dieser Strand wird regelmäßig von Taifunen und Feuern und so weiter heimgesucht. Also das heißt, all diese Mühen sind in Anführungsstrichen vergeblich oder sie sind ein temporäres Heim und die Menschen ziehen weiter. Und wenn man sieht, also wenn wir jetzt über Architektur sprechen, über das, was wir unseren Städten antun, was man alles so zu sehen bekommt. Ich habe am Wochenende eine Ausstellung in Unna eröffnet, wo ich auch ein Unna-Diary gemacht habe im Rahmen eines anderen Projektes, wo ich eben auch diese Stadt relativ analytisch fotografiert hatte, wo mir dann ja eigentlich um die Ohren gehauen wurde, warum ich diese Stadt so hässlich zeigen würde. Es ist aber nicht so, dass ich das Ziel habe, irgendetwas hässlich zu zeigen, sondern das, was da ist,
ist eine Spur, die eine soziale und eine ökonomische, also im Grunde genommen sind alle Bilder, die ich mache, natürlich ein semiotisches System, die darauf verweisen, wie wir sind und was wir einander antun. Und dieses Buch, was ich gemacht habe, für mich ist es tatsächlich auch eine Wertschätzung dieser Menschen, die versuchen, sich mit den einfachsten Materialien ein Zuhause zu schaffen und dann da unten auch noch so eine Karaoke-Anlage einbauen. Also, ja. Das ist absolut archetypisch. Und zwar deshalb, wir wissen, wenn wir Kinder waren und haben eine Decke über den Esszimmertisch gedeckt oder drunten eine Höhle gebaut, ja, und an den Tisch rangeschoben. Später hat man dann im Wald Hütten gebaut oder Höhlen gebaut, schließlich Baumhäuser. Nicht? Dieses wird natürlich aus den nackten Existenzforderungen gemacht, auf einem Globus, der explodiert. Nicht? Und das hat dann, wo man sagen, diese eigene Ästhetik des Selbermachens. Ja, aber da steckt ja mehr sozusagen Liebe und Zuneigung drin als bei so mancher Wohnzeitschrift. Ne? Ja. Ja, da steckt der Kommerz drin. Genau. Da geht es um Profitverkauf und manipulierten Geschmack. Genau. Und jetzt kommt es ein bisschen, also geht es ein bisschen weiter. Ich wurde gefragt, später hast du da auch mal reingeguckt und ich habe gesagt, nee, bin ich nicht drauf gekommen. Und habe dann tatsächlich, als ich eingeladen war zu einer Künstlerresidenz in Südafrika und gefragt wurde, was für ein Projekt ich machen wollte, habe ich gesagt, ich möchte reingucken. Und ich bin dann in Cliptown gewesen. Cliptown ist der Ort, an dem die Freedom Charter von Walter de Sisulu und Nelson Mandela entwickelt wurde, worauf die Verfassung des modernen Südafrika basiert. Cliptown ist quasi ein Vorort von Soweto oder ein Teil von Soweto. Im Grunde genommen das, was man gemeinhin als Slum oder Shantytown bezeichnet. Es sind aber Strukturen, die schon 40, 50 Jahre existieren. Und ich habe auch über 100 Interieurs von den Häusern und Hütten in Soweto fotografiert, so als durchgehendes Element ist immer das Dach, also das, wie sagt man, Wellblech, Corrugated Iron Roof da. Ja, und auch da manifestieren sich die Träume der Mittelschicht, stand out from the rest, get a student loan, dieses Bett, was sozusagen die Mittelschicht als geschmacklos ausrangiert hat, findet in diesen Hütten ein neues Heim. Also auch da ist eigentlich das, was wir in Manila im Außen gesehen haben, im Innen da. Also das heißt, man will es sich schön machen, man will sich ein Zuhause schaffen. Aber Sie sehen das natürlich auch mit Ihrem Blick. Na, mit welchem sonst? Ich habe ja keinen. Natürlich. Aber der Witz ist, was die da machen, das ist absolut intuitiv, unterschwellig. Da ist ja natürlich ein Spuckbedürfnis da. Ne? Aber wenn Sie das jetzt sehen, dann setzen Sie das auch im richtigen Ausschnitt ins Bild. Ja, aber ich, dadurch kriegt das natürlich auch noch eine spezielle Ästhetik. Naja, aber das ist ja so, wenn ich nicht, also das hat jemand, ein Theoretiker hat mal gesagt, einem Fotografen vorzuwerfen, dass die Bilder zu ästhetisch seien, sei so, als würde man Wolfram Siebeck sagen, er würde immer nur ans Essen denken. Ne? Also insofern, das kann man mir jetzt echt nicht zum Vorwurf machen. Ne? Nee, das ist ja kein Vorwurf. Okay, jetzt sind Sie dran mit Ihrer Ästhetik. Ja, natürlich auch ein Architekt guckt mal hin, was ist. Und in diesem Falle Südindien, der Staat der Tamilen,
Und da gibt es diese Tandalas. Und das ist, muss man sagen, im hinduistischen Umkreis, meistens auf dem Kreis basierend, diese unendlichen Muster. Und die werden nicht auf die Straße gemalt. Das ist Straßenkunst. Das macht man auch im Sand, manchmal auch absichtlich als Zeichen der Vergänglichkeit. Das hat natürlich tiefe religiöse, magische Hintergründe und bedeutet was. So ist man Architekt und genauso wie in China sagt man, jetzt machen wir eine Stadt auf der Tabula Rasa mit dem Gemeinwohl in der Mitte. Und hier war das so, ein 84-jähriger Ministerpräsident will zur Wiederwahl. Übrigens ganz interessant, es sind immer Schauspieler oder Dichter, also die da reüssieren, auch in Indien, die haben eine große soziale Stellung. Und er sagt, ich will ein neues Palettenregierungsviertel bauen, das baut er mir hin. Und dieses Regierungsviertel soll den Charakter dieses Landes und diese Kultur haben. Also wir greifen das auf, wir machen selbst so ein Mandala, nehmen dieses und leiten daraus jetzt auf einer Topografie, das Schwarze sind Flüsse, für ein Gebiet, das stark Baumbestand ist, dieses ab. Und da sieht man das jetzt im Luftfoto. Und da sieht man jetzt dieses Stück Mandala, das ist das eigentliche Parlamentsgebäude. Daneben wachsen gerade jetzt die anderen Regierungseinheiten. Und der war im Wahlkampf. Und gegen ihn kämpfte seine Konkubine, deutlich jünger. Und die waren in einem tiefen Streit. Und wir entwarfen weiter und nun sieht man unter diesem Bild, also jetzt geht das tatsächlich vom gesetzten Zeichen oder vom gesetzten Symbol und vermeintlich von der gesetzten Kultur aus. Und da sieht man unten jetzt dreidimensional, wo die Menschen stehen, wie also jetzt dieser Eingang in dieses Riesenparlament sich vollzieht. Material ist natürlich schwarzer Granit. Und ein Zeichen für diese Kultur sind bienenkorbartige Kuppeln. Und da ganz hinten im Hintergrund sieht man das jetzt entstehen. Vorne sieht man natürlich die Wirklichkeit. Ja. Und nun wächst das. Und wir sind total fasziniert, zeichnen jetzt, also wie jetzt diese demokratischen Massen die Treppen in diesen demokratischen Olymp hochschweben. Er bestand noch drauf, dass er in diesem Bau drei Viertel fertig unter dieser magischen Kuppel seinen Haushalt durchbrachte, Wahlkampf, nicht? Und es ging dann weiter von diesem Bild. Das war die Wirklichkeit der Umgebung. Soweit war es gediehen und da sieht man, wo das denn gelungen war. Hier waren schon die ersten Fundamente für all das, was daneben kommen sollte. Die Wahl wurde entschieden und er verlor. Und seine Ex-Gemahlin gewann die Wahl und sagte, dieser verdammte alte Sack, das wird ein Kinderkrankenhaus. 1:1, das ist Realität. Also haben wir uns ganz schön vertan im Kontext. So, und das steht da nun also drauf, das wird ein großes Krankenhaus. Und nun sieht man den Prozess der Stadt. So, hier sieht man natürlich das Personal. Man sieht, womit die jetzt da einziehen in ein Parlamentsgebäude mit spiegelnden Fußböden, mit einem Kuppelraum, mit lauter gewaltigen Foyers und so weiter. Ohne Installation, nichts. Ich würde ja sagen, das haben sie sich ausgedacht. Es wird politisch
jetzt andersrum besetzt. So, und nun geht's weiter. So, das sind die Räume da drin. Und nun wird einfach eingerichtet, Schluss, fertig. Personal rein, Personal glücklich, also in gewissermaßen, dass die Konkubine hat die Revolution des Volks gemacht und gesiegt. Und wir standen da und sind total abgestürzt. Übrigens, das ist jetzt 6 Jahre her und wir prozessieren immer noch um unser Honorar. Ja. Weswegen ich das zeige, ist das Bild im Kopf. Manchmal gelingt es ja auch alles. Aber ich wollte mal zeigen, in diesem Falle prallt das jetzt auf eine Wirklichkeit, die total anders ist und die vor allem, während man das macht, sich total auch verändert und alle Voraussetzungen ändern sich. Das ist Stadt. Pausenlose Veränderung, pausenlose Transformation. Also die Setzungen einer Stadt setzt eigentlich immer eine Hierarchie von oben nach unten voraus. Sonst ist es eine wachsende Stadt, die von unten nach oben geht. Tja, weiter. Noch? Was ja durchaus in Indien auch der Fall ist. Natürlich. Natürlich, total. Genau. Bei uns auch, und jetzt komme ich aber nochmal auf das alte Prinzip, Form finden oder Form setzen. So, in beiden Fällen sucht man eigentlich nach einer übergeordneten Ordnung. Ich habe schon übergeordnet, schon Versprecher. Ne? So, der lässt tief blicken. Aber der Witz ist das Ordnen. Ja, das ist in jedem Elternhaus so. Die übergeordnete Ordnung? Ja, da können die Eltern unglaubliche Fehler machen. Nicht? Ja, machen so. Sie auch eigentlich immer. Machen sie auch immer. So, aber das passiert in jeder Dimension. Und ich wollte das, ich finde, nur unsere Blickweise ist so verschieden, das will ich rausstellen. Mhm. Manchmal gelingt ja auch Ordnung, nicht? Das ist ja auch schön. Ja. So, und jetzt, wenn wir hier mal weiter gucken, der Präsidentenfahrstuhl wird zum Transportmittel für die Pathologie. Da könnten wir uns ein Beispiel dran nehmen und aus 17 Landesrundfunkanstalten auch Privatkrankenhäuser bauen. Ja, und die sind happy. Nicht? Die sind richtig glücklich. Als ich auf der Baustelle war, da sah ich die Frauen, die sind so unendlich schön. Die wandelten auf Latschen, ungesichert auf dieser Irrsinnsbaustelle, hatten ihre wunderbare Gewandung und balancierten alle so eine Schale mit dem Bauschutt. Mindestens 300 Frauen. Ich habe nur noch gestanden, habe gedacht, Antike, Athen, Amphoren, wandelnde Schönheit. Ja. Also, und das war das Bild, nach dem ich damals gesucht habe. Jetzt kommt so ein kleiner Einschub. Das ist eine Arbeit, die habe ich gemacht in einem Projekt, als ich 6 Monate in Asien gelebt habe, in 6 Städten, wo ich in Zusammenarbeit mit meiner Hochschule und dem Goethe-Institut ein Projekt gemacht habe. Das hieß Teach and Work. Also das heißt, ich habe in diesen 6 Städten jeweils immer einen Tag die Woche unterrichtet. Und habe dann aber auch fotografiert. Und was mich eben interessiert hat, war einfach dieses extreme Nebeneinander von dem, was diese einfachen gezimmerten Hütten waren, bis hin zu einer hypermodernen Architektur, die eigentlich keinen Horizont mehr zulässt. Das ist auch ein Buch, das heißt The Raw and the Cooked und hat 130 Bilder, davon zeige ich jetzt auch nur 10 oder 12. Hier sehen Sie eben auch einen Slum in Manila, der eigentlich aussieht wie die Bilder aus der Lower East Side in New York am Ende des 19. Jahrhunderts. Also das heißt, ganz, ganz viele Phasen von Stadtentwicklung, die wir hinter uns haben, finden in anderen Ländern, an anderen Orten beinahe parallel statt.
manchmal liegen also wirklich auch nur 20 Kilometer. Ja, Sie wollten jetzt noch was zu dem... Das ist aber aus kolonialer Zeit der Engländer, nicht? Das ist Kalkutta, eine ja. Eine Riesenfabrik, ne? Das ist ein Fleischmarkt. Fleischmarkt. Also wollen wir sagen, inzwischen haben wir ja auch eine Liebe zu Fabriken hier gefunden. Mhm. Nicht? Wir sagen immer, das ist auch, wenn man da jetzt einen Konzertsaal reinbaut, wie wir jetzt in München oder was, also was eine Transformatorenanstalt, da sagt man, da senkt man die Hemmschwelle. Ja. Nicht? Also hierfür braucht man es gar nicht erst planen. Ja, auch hier sieht man immer, dass eben auch Architektur immer die sozialen und ökonomischen Bedingungen reflektiert. Dieses Bild ist aus Hanoi und dort sind alle Häuser relativ schmal, haben eine relativ schmale Front und gehen wahnsinnig weit nach hinten raus und sind auch meistens immer 4 Stockwerke hoch, wie das, was Sie dort sehen. Und der Grund ist einfach, dass die Grundsteuer oder die Haussteuer bemessen wird an der Breite der Vorderfront. Also baut man nach hinten und baut nach oben und außerdem baut man unten immer irgendwie was rein. Da kommt gleich noch ein Bild. Das ist Jakarta, wo eben auch noch tatsächlich dieser völlige Irrsinn ist, dass in diesem, das ist so ein Dreieck, wo eigentlich 3 Hauptverkehrsstraßen drumherum gehen, wo dann tatsächlich die Apartmentblöcke aus der Erde schießen. Im Englischen gibt es das schöne Wort Mushrooming, was wir ja nicht haben. Ne? Und in der Mitte ist es noch ein Dorf und dieses Dorf schluckt auch den Lärm der Stadt, was auch sehr interessant ist. Also das, hier sieht man auch noch dieses Nebeneinander. Mich haben immer in meiner Arbeit über den urbanen Raum transformatorische Prozesse beschäftigt. Hier kann man auch wieder sehen, also wenn Infrastruktur entsteht, wird auch Markt entstehen. Also das heißt, es wird ein Haus daneben gebaut und hier unten, wo die Dame da sitzt, da haben sie in Hanoi wirklich in jedem Haus gibt es unten die Möglichkeit, ein Ladengeschäft einzurichten. Also falls es mal irgendwie schlecht läuft oder man irgendwie eine Idee hat. Das ist Bangkok, das ist aus Shanghai, das ist auch aus Shanghai. Und das ist dann das letzte Bild, also Sie erinnern sich an das erste Bild, die Hütte, das ist das letzte Bild und das sind ja geschätzte 300 Apartmentblöcke in Singapur. Also bei so etwas, bei dieser Ästhetik muss man sich klar machen, 1920 waren das ungefähr 2 Milliarden Menschen. Dazu haben sie Hunderttausende von Jahren, 500.000 Jahre gebraucht, um zu diesen 2 Milliarden zu werden. Und das war schon sehr beschleunigt in der letzten Zeit. Seit 1920, jetzt haben wir 2020, 100 Jahre, haben wir uns auf 4-fache vermehrt, auf 8 Milliarden. Und das ist die Ästhetik dazu, wenn sie jetzt geordnet explodiert. Das ganz erste Bild, was Sie gezeigt haben, das war Shenzhen, nicht? Schwarz. Ja. Nee, also Shanghai auch. Quatsch, Shanghai. Die erste Schicht war zweigeschossig, dann war das alles viergeschossig, da wurde alles abgeräumt, wurde es 18-geschossig, da wurde das abgeräumt in Riesendimensionen, 32-geschossig, hilft nichts, geht weiter. So, und das ist die Realität, vor der wir real stehen, und zwar jetzt mit allen Sachen, die wir heute so über Umwelt und so weiter reden. Und das ist wirklich atemberaubend, wenn ich noch daran denke, dass die kindergerechte Wohnung, das kindergerechte Umfeld, das Familienhaus, Shanghai, ein Kindpolitik, Anlagevermögen,
Zusammensturz der Generationsverhältnisse. Also was hier programmiert wird, ist einfach atemberaubend, aber das ist die Realität. Auch ästhetisch. Naja, und eine solche Wohnung hat natürlich einen wesentlich geringeren CO2-Abdruck als ein Reihenhaus in Flottbeck. Sorry. Jetzt sind Sie also hier war was ganz anderes. Sie merken schon, wir haben das hier zusammengekippt immer so. Dies war der Wettbewerb für Olympia in China, Peking. Die Chinesen sind ein bildmächtiges Volk. Die Schrift signalisiert das doch und sie denken auch und so weiter. Der große Olympiapark im Zentrum Pekings hatte die Form eines liegenden Drachens, sagten sie. Also ich finde es mehr wie ein Seepferdchen. Und dort, wo jetzt der Bauch dieses Seepferdchens ist, da sollte das Olympiastadion hin, lockerflockig für 100.000 mit einem vollkommen verschließbaren Dach, das ja nach dem alten Muster, wenn das dann losgeht, sich öffnet und da weiß ich was, da fliegen da eben 5.000 Tauben raus. So. Oder der Drache spielt Feuer. Und ich hatte einmal ein Stadion gebaut, das nannten die in Foshan, das ist woanders, das nannten die Chinesen Century Lotus Stadium. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Wir machen jetzt ein Stadion, das hat eine Blüte und einen Blütenkelch. Und wenn der sich öffnet, nicht, dann ist er wie die Lotusblume. Und da haben wir es immer noch genau. Also jetzt, das kommt der Teufel mit den Metaphern. Wir haben es genau überlegt, dass wir ja keinen Fehler mehr der Metapher machen, dass die Lotusblume nicht etwa eine Todesblume ist oder sowas. Nein, das ist, aber lagen wir schon richtig. Da haben wir das also aus der Lotusblüte abgeleitet, dieses öffentliche Dach. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Also es geht wieder los. Man hat die Vision, was kann man machen? Das ist das Stadion, was ich dann vor Schaden gemacht habe. Das ist eine Membrankonstruktion und die spiegelt sich jetzt hier in einer Pfütze, nicht in einem See. Das ist eine Mogelei. Aber Architekten lieben solche Fotos. So, und so, da sieht man das und weiter. Und wenn man jetzt weiter guckt, dann ist es interessant, da wo es gebaut wurde, da war das auch so eine Marsch mit Fischzucht und Reisanbau. Das geht ja immer im Wechsel. Mal eben gucken. So. Und da sieht man das Ding stehen und daneben sogar ein riesenhaftes, 100 Meter langes Schwimmbad. Das ist ein Park. Und das nannten die Century Lotus Stadium. Da haben wir gesagt, gesetzte Form in der freien Landschaft. Das wird ein riesenhafter Park, wo diese nassen Reisfelder waren. Und er hat die Gewalt hier übers Bild. So. Sie können auch. Nein, so weit kann ich nicht reichen. Und jetzt sieht man nicht die geschlossene Blüte, die sich öffnende Blüte. Wir waren von Begeisterung wild. Bei dieser Metapher haben eine irrsinnige Arbeit reingesteckt. Wir hatten so viele Stadien gebaut, wir dachten, jetzt machen wir die totale Krönung. Und ich jetzt weiter. Weiter, ja. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. So, da sieht man noch dieses Alte, wie da jetzt schon der Park wächst. Ja. Übrigens, übrigens in diesem, was ich am Anfang zeigte, da wurden erstmal zum Start 2 Millionen Bäume gepflanzt, noch bevor der See trocken war. So, also hier ist jetzt die Reislandschaft schon in einen Großpark gekommen, da ist das Century Lotus Stadium, da? Ja. Also, genial skizziert. Ja. Die wollte er nicht mit reinnehmen. Er wollte immer nur diese Flächen von oben. Und ich fand diese Skizze wirklich toll. Ja, also das ist der Kelch und oben das Prinzip des schwebenden Daches. In der Mitte der Videowürfel und da klappt das Ding gerade auf. So. Und
Nur, und so sollte das nun sein, also im Bauch des Seepferdchens, hier wächst die Stadt, jetzt ist die Knospe geschlossen, 400 Meter Durchmesser, freitragendes Dach und transluzent, die hätten wir auch gebaut, nicht? Und das Wunderbare ist, hier oben drauf konnte man dann also riesenhafte Joggingbahnen noch oberhalb der Tribünen machen. So, und nun, und das nächste war die Vision, mein Gott, und jetzt öffnet sich das. Und das ist die Blüte. Wobei der Durchmesser dieses Irrenkegels 150 Meter ist, das heißt, diese Blütenblätter aus Carbonfiberschalen sind jeweils 75 Meter. Das wäre schon das Ende von Hightech gewesen, denn man sieht es jetzt hier, das ist eine tensegere Stabnetzkuppel mit Pneus gedeckt. Sie kennen die Dinger ja aus München. Und das sind jetzt die Carbonfiberschalen. Und das ist dieses Riesenstadion. Ja, und jetzt kommen wir mit der Formsetzung in den kulturellen Konflikt, in diesem Fall in einen politischen Konflikt, abgegeben, nie wieder etwas davon gehört. Wir haben so viel Geld versenkt und mit einer solchen Begeisterung. Wir hatten gar kein Problem, politisches das zu machen. Und ja, wissen Sie, was das ist? Das ist die Flagge von Taiwan, Formosa. Und jetzt kann man mal sehen, mit einer Formsetzung, die man so tiefsinnig will. Die Chinesen nennen das in Foshan Century Lotus Stadium. Und hier hat nur einer gesagt, Krankheit weg. Taiwan. Das ist, als wenn Sie ein Hakenkreuzmuseum in Jerusalem bauen. Weg. Also, das ist die Gefahr der Formsetzung, wie abgrundtief wir enttäuscht waren, können Sie sich ja vorstellen. Das war's. Aber nun wird es noch viel schärfer. Achso, das. Das war es war schon gesetzt und war auch entschieden. Einen Tag später wurde dies verkündet. Das ist jetzt natürlich schon fertig gebaut. Wir hätten ungefähr 4.500 Tonnen Stahl gebraucht. Das hat 45.000. Wir sind ja hier in einer Akademie der Künste. Ne? Und unsere Kollegen, Herzog de Meuron, die haben Ai Weiwei gefragt nach Metapher. Und er hat gesagt, Vogelnest. Und das ist jetzt das gebaute Vogelnest. Natürlich hat unser Partner und Konstrukteur Schleich, der übrigens auch hier dieser Akademie war, der hat gesagt, wenn das die Vögel sehen, fallen die tot vom Himmel. Aber es ist egal, die Metapher, die war da, die setzte sich durch als Formsetzung. Sie sehen da hinten übrigens die geordnet gebaute Stadt Peking. Nicht? Und da wurden hier Modelle gemacht, in Holz. Schauen Sie mal, die Maßstab zu den Menschen und die Vögelchen. So. Das ist jetzt im Grunde genommen das chaotische Bauprinzip der Vögel, künstlerisch als Metapher überhöht im menschlichen Maßstab. Beides waren natürlich megalomane Bauten, gar keine Frage. Und hier war dieses jetzt nicht aus der Konstruktion, nicht aus der Funktion. Das konnte noch nicht mal ein offenbares Dach mehr tragen. Es musste nur noch sich selbst tragen, um nicht zusammenzustürzen. Aber es war im Grunde genommen eine gesetzte Form.
und keine gefundene Form, die sich entwickelt, sondern es war gesetzt im Sinne einer, auch aus dem Interesse eines beratenden, bekannten Künstlers, gewollte Setzung, eine Bedeutungssetzung. Nicht? Ich kenne das ja immer nur als Suppe, die Vogelnestersuppe. Nicht? Doch, okay. Kann man überall gut essen. So, jetzt gehen wir, genau, jetzt kommen wir zu dem, dieser Werkgruppe, dieser City Diaries, und die haben angefangen eigentlich mit einer Einladung nach Bangladesch, und zwar nach Dhaka. Und das war im Jahre 2011. Ich hatte keine Ahnung, wie Dhaka aussieht, und habe das gemacht, was alle Menschen heute tun, nach Bildern gegoogelt. Und ich habe genau zwei Sorten von Bildern gekriegt. Einmal schwarz-weiße Reportagebilder von Menschen, die in Umständen leben, die man als nicht so wohlständig bezeichnen würde. Und zum anderen Bilder in Farbe von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, die aus der Zeit gefallen schienen. Und ich habe gedacht, das kann irgendwie nicht wahr sein. Also wenn man schaut auf in den Archiven als aus dem 19. Jahrhundert, findet man jede Menge Fotos von Städten, wo man dann auch sofort weiß, wie es da aussieht. Unter anderem dieses Bild, was Daguerre, der als der Erfinder oder zumindest der eingetragene Erfinder der Fotografie gilt, in Frankreich vom Boulevard Haussmann gemacht hat, also kurz nachdem er es geschafft hat, eben seine Daguerreotypien haltbar zu machen, hatte man eine Idee, wie Stadt aussieht. Ach, das ist das, wenn jemand fotografiert. Und ich bin dann nach Bangladesch gefahren und habe mir erstmalig, zu dem Zeitpunkt waren Digitalkameras dann so gut, dass man sie so benutzen konnte, dass man auch wirklich anständige Bilder damit machen konnte. Und habe dann dieses Bild und auch noch dieses Bild gemacht, einfach um sozusagen diesem 19. Jahrhundert ein bisschen Tribut zu zollen und einfach auch Bilder zu haben von Dhaka, die ein bisschen was über diese Stadt sagen. Das war dann quasi der Anfang, damit habe ich noch gar nichts weiter gemacht. Ich war dann 2013 mit Studierenden auf Einladung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Kairo. Das war kurz nach der sogenannten Revolution, nachdem Mubarak vertrieben worden ist. Und ich hatte von Kairo eben auch nur die aktuellen Medienbilder und aber eigentlich auch keine Vorstellung, wie es da eigentlich aussieht. Und eben mit meinem neu entdeckten 19. Jahrhundert-Wahn habe ich dann gedacht, ich bearbeite die Stadt wie ein Scanner. Also das war dieses, was vorhin gesagt wurde, dass diese Bilder alle so ein gleiches Licht haben. Also die Idee dabei ist, dass eben die Zeichensysteme der Stadt eine Rolle spielen, dass die Geschichte, die Ökonomie eine Rolle spielt und dass auf diesen Bildern nichts stattfindet, was traditionell irgendwie Fotografie spektakulär erscheinen lässt. Also es findet kein Ereignis statt, es ist nichts Dramatisches, es ist nichts Lustiges, man kann bis in jede Ecke gucken und es ist also kein Stückchen an diesen Bildern soll redundant sein. Also das heißt, an jeder Ecke ist was anderes drauf. Ich habe dann später dieses Cairo Diary veröffentlicht. Mittlerweile sind 19 dieser Diaries. Ich wollte eigentlich eins mitbringen, aber weil ich mich so verspätet habe, bin ich so überstürzt aufgebrochen, dass ich es leider nicht mit habe. Und das war eben Beirut, das ist Athen. Ich habe also tatsächlich in den verschiedensten Städten fotografiert, mache das auch immer noch, werde jetzt demnächst nach Istanbul, dann auch nach Wilson in North Carolina, also es wechseln sich auch bedeutende Städte mit relativ unbedeutenden Städten, wie gesagt, letzte Woche am Wochenende habe ich eine Ausstellung in Unna eröffnet, das ist Athen, so sehen die dann aus, diese sind immer etwas kleiner als A5, also die haben die Höhe von A5, also es sind dann 21 Zentimeter oder genau genommen 20,9 Zentimeter hoch, 14 Zentimeter breit und beinhalten etwa 50 Bilder. Das ist meine Heimatstadt Wolfsburg, in der ich geboren wurde, wofür ich ja auch nichts kann. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so viel gereist. Und
dort war ich eingeladen, vom Kunstmuseum eine Arbeit zu machen und habe dann eben auch eins dieser Diaries gemacht. Da sieht man vielleicht auch nochmal dran, dass mich eben dieses Abstrakte, also auch das immer wieder die Bezüge, vorhin wurden die Maler zitiert, aber hier ist es natürlich, sind es dann so ein bisschen die Kubisten, die da drin vorkommen. Also das heißt, für mich spielt das mit der Ästhetik dann doch schon eine Rolle. Also das ist das Schärfste hier. Das ist das Einkaufszentrum, neben dem ich aufgewachsen bin. Früher waren es lebendige Läden, aber auch dort hat eben die Ökonomie dafür gesorgt, dass Investoren in Wolfsburg Stadtmitte eine wunderschöne Mall gebaut haben, dass es eben Wolfsburg sowieso aufgrund des Hauptarbeitgebers sehr, sehr automobilfixiert ist und die Leute kaufen halt nicht mehr da ein, wo sie wohnen, sondern sie fahren mit dem Auto irgendwo hin. Aber was mich hier so tief beeindruckt, ist diese absolute Trivialität und die Schleifspuren von weit über 100 Jahren Kulturrevolution. Ja, wir haben hier in Europa eine permanente, tiefgreifende Kulturrevolution. Nicht? Die alles, alle Tradition in die Verachtung versenkte, meinte alles neu erfinden zu können und in eine erbärmlichste Trivialität ausrückt. Wenn man hier durch Schleswig-Holstein fährt, durch Mittelstädte, es gibt nur Häuser mit ausgestochenen Augen. Man kann gar nichts mehr sehen. Nicht? Es gibt natürlich ekelhafte Dinger dann auf Sylt, die dann so tun, als ob, die dann neureich inszeniert sind. Und das, alles das, was früher mal seine Gestalt fand, also von wegen Architektur ohne Architekten, da gab es ja keine Architekten, aber es gab Baumeister in einer Tradition, das verschwindet. Und ich finde, dass eine solche Stadt wie Wolfsburg, die ja auf aufgelockerte und geliederte Stadt in der Hitlerzeit entstand, übrigens nach einer Richtlinie, die damals publik war, nicht nur in Deutschland, sondern ganz in Europa, geeignet in der lockeren Bebauung für den Zukunftskrieg, ohne geschlossene Höfe, am liebsten auf Stelzen wie bei Corbusier, dass das Gas wegzieht und Industrie und Wohnung total getrennt, weil man davon ausging, dass nach der Genfer Konvention die Produktionsanlagen bombardiert würden in einem zukünftigen Luftkrieg, aber nicht die Wohngebiete. Da hat man sich kräftig getäuscht. Aber dieses hier ist eigentlich für mich gegenüber diesen archetypischen Selbsthilfeversuchen in der Nicht. Architektur ohne Architekten. Dies ist mit solchen gemacht worden. Und das ist die Verwüstung im Kopf. Mhm. Ja. Das wird nicht besser. Nee. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja, also auch da, das ist eine 80er-Jahre-Extension. Also die Straße war eigentlich mal ganz schön, das die sogenannte ist, Porsche-Straße. Das ist die berühmte Porsche-Straße, die einzige Achse in dieser Stadt, in deren Hintergrund eigentlich die Wolfsburg zu sehen gewesen wäre. Da sieht man noch die verfemten 50er Jahre. Nicht? Das war noch, wenn man die arme Zeit der 50er Jahre des Aufbaus. Und da könnt ihr mal sehen, zu welcher Ästhetik wir uns gesteigert haben. Ja. So sah das aus. Ist jetzt auch in meiner Heimatstadt nicht so wahnsinnig gut angekommen. Das ist der Kurfürstendamm von Wolfsburg. So, das geht weiter. Also das ist in Indien, in Kochi, in Südindien, da gibt es eben auch ein Diary. Und Sie sehen, ich gehe an all das total vorurteilsfrei ran. Also ich fotografiere tatsächlich das so, wie es ist, wenn ich es fotografiere.
Natürlich, aber es geht eben auch da um eine bestimmte Form von Komplexität, wie auch in den Wolfsburg-Bildern, und es geht immer wieder um die Reflexion dessen, wie das Leben in diesen Städten organisiert ist. Und es gibt eben so viele Player, die das Leben in Städten organisieren. Es sind eben nicht nur die Architekten, ne? Es sind hier auch die Modedesigner. Und dann das, warum reagieren wir auf Komplementärfarben? Ja? Also Ästhetik ist ja auch was in irgendeiner Weise uns dazu bringt, bestimmte Dinge für wahrzunehmen. Ja, das Bild wäre für mich zum Beispiel kein Bild, hätte diese Frau jetzt nicht diesen roten Frack an, der so wunderschön komplementär gegen die Mülltonnen steht. Und dann geht noch dieser Mann vorbei. Also das heißt, für mich spielen bei diesen Dingen wahnsinnig, oder für mich spielen bei diesen Bildern wahnsinnig viele Dinge eine Rolle, um sie zu einem gültigen Bild werden zu lassen. Das sind Sachen, die sie möglicherweise gar nicht sehen. Das ist dann wieder ein bisschen vordergründiger. Das ist Zürich. Zürich gab es mal einen Film in den 80er Jahren, Schade, dass Beton nicht brennt. Ja, das sind aber Sachen, die begleiten einen, wenn sie dann sowas sehen und das fotografieren. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Architektur einer Straßenbahnhaltestelle aus den 50ern. Das ist Minsk in Belarus. Russland ist sowas von faszinierend mit den verschiedenen kulturellen Schichten und jetzt dem Bombeneinschlag der Moderne. Mhm. Fantastisch. Das ist Linz in Österreich. Also das heißt. Nee, also das ist auch wieder, das ist doch geradezu grandios. Weil es sagt so viel, nicht? Also auch die Zeitschichten, die man jetzt da hinten mit der Kirche und diesen Dingen da vorne sieht. Klar, also hätte es keine Terroranschläge gegeben in den letzten 10 Jahren, würden diese Betonbolzen da nicht stehen. Das ist aufgefallen, ne? Wenn Sie die Reeperbahn langfahren, da ist Weihnachtsmarkt, stehen solche Betonbolzen davor. Am Kurfürstendamm genauso. Naja, und das ist sozusagen mein kleines Steckenpferd. Das ist Belfast in Nordirland, ebenfalls Belfast. Also das heißt, all diese Bilder reflektieren die soziale, ökonomische Situation. Hier ist nochmal so eine Reihe von Covern dieser Bücher. Jetzt sind sie wieder dran. So schön waren die Speicher bis vor kurzem noch in Valencia am Hafen. Und Valencia wollte auch so etwas machen wie eine Hafencity. Und wir waren betrunken vor Begeisterung, dass dieses alles brachgefallen war, aber nun zur Verfügung stand. Man machte einen großen Wettbewerb und wir haben gezeichnet und gewonnen und hatten wieder ein Bild vor Augen. Und also ich wollte jetzt hier nur auch noch mal eins sagen, wo wir eigentlich kulturell versacken, nicht? Wo wir sie ja schon hatten, nämlich hier bei reinen Nutzbauten. Und das ist die Stadt und da sieht man dieses Hafenbecken, dieses Runde. Und diese weißen Dinger, die man da sieht, das sind zum Beispiel diese Schuppen. Und das Grüne ist ein stillgelegter Fluss, den hat man außen umgeleitet um die Stadt. Das ist heute ein famoser Park. Und jetzt ging es darum, Sie sehen da in der Mitte, wo das so ganz dünn wird, da sieht man so weiße Pünktchen. Das sind große Raffinerien, Gleisanlagen, die sollten Stadt werden. So, und das sind die Achsen der Stadt und dieser helle Flecken, das ist jetzt das Kern des Sanierungsgebietes. Der Hafen wanderte ein bisschen zur Seite. Da hätte man jetzt eine wunderbare Hafencity bauen können. Internationaler Wettbewerb. Hier sieht man das Gelände, Gleise, Pontons. Da oben sieht man
oben links die Reste dieses stillgelegten Flusses, der zum Grünzug wurde, der da unten auch ankommt. Und ganz rechts, da wo man das Wasser sieht, da sieht man diese herrlichen Speicher, die da noch am Wasser stehen. Und was passiert? Also das war jetzt die Idee. Jetzt sieht man dort diese Wasserfläche, diese Speicher. Man sieht, wie jetzt die Raffinerie verschwunden ist, dort ein großes Quartier mit Höfen ist, wie dieser Fluss dort ankommt, wie jetzt dort, wo die alten Hafengebäude, da stehen zwei Turmbauten, so Torbauten, da geht nämlich die Mallorca-Fähre dahinter los. Und die alten Hafengebäude, die Capitaneria, die werden jetzt Kulturbauten, ein Traum. Und dann haben wir das überarbeitet. Die Valencianer waren begeistert. Und da sieht man jetzt, dass dieser Torbau jetzt in Erinnerung an die große antike Mittelmeer, der berühmte Koloss von Rhodos, oder der Pharos von Alexandria, da sieht man also so V-förmig Valencia. Und das ist, da geht die Fähre nach Mallorca. Und in diesem grünen Park, alles voller Museen und Kulturbauten, in diesen herrlichen alten Bauten, die darf man doch nicht abreißen und so weiter und so weiter. Die weißen Spuren, das ist die Hafenrundfahrt. Und da vorne entsteht tatsächlich auch richtig ein Quartier, wie die Hafencity. Alles, also das wird gebaut. Aber, jetzt kommt es wieder politisch, ist ja ganz schön. Städtebau ist so langsam. Also hat die Bürgermeisterin beschlossen, wir wollen erstmal put Valencia on the map. Und sagt, wir werden erstmal zwei paar Jahre lang Amerika-Cup segeln. Und da wir eine Medien- und Aufmerksamkeitsgesellschaft sind, war nur noch das im Bild. Man baute dann einen Wettbewerb und da, wo man am Ausgang dieses runden Hafenbeckens in diesen neu gebaggerten Kanal sieht, da war dann ein Gebäude und da waren alle Architekturzeitschriften drin. Das war das Wichtigste überhaupt, was es gab. Und man segelte zwei Jahre lang. Da sagte die Dame, das reicht nicht. Ich mache mit Bernie Ecclestone einen Kontrakt und ich habe einen Vertrag über 7 Jahre Formel-1-Rennen. Also sind die Boliden da gefahren. Jetzt wurden die Gastanks weggeräumt, es wurde tatsächlich abgeräumt, damit man da. Aber jetzt hatten wir Autorennbahnen und die kurften da rum und das machten sie 7 Jahre lang. Und dann kam die Immobilienkrise. Und die Dame wurde natürlich dann auch noch der Korruption überführt und dann war das aus mit der Hafen City. Und heute ist das doch, ist wie ein Grimms Märchen. Die Kessel sind weg, die Wüste ist da, passiert ist null. Nur was ich zeigen wollte, das ist ja halt das totale Gegenteil von dem, was Sie gezeigt haben. Jetzt, also ein Willensakt, was kann man aus einem versandeten Fluss machen, was kann man aus einer Hafeninsel machen, was kann man aus einer Raffinerie machen, wie kann man so etwas machen. Das Bild der Zukunft hat ja auch alle überzeugt. Aber es ist natürlich am allzu menschlichen gescheitert. Keiner Architekturzeitschrift wäre das drin gewesen. Aber sie sind geborsten von Amerika Cup und Formel 1 Rennen. Die Dame hatte recht. Nicht? Also Valencia kam on the map. Nur eine Vision oder eine Formsetzung ist nicht passiert. Und das hat auch etwas mit Stadt zu tun. Das Leben läuft dann auch in diesem Falle politisch total anders. Man ist also eigentlich immer wie David gegen Goliath. Nämlich Goliath ist die Realität, die politische Realität, und David ist der sagt, aber man muss den noch ein bisschen anders bewegen, man muss da was bewegen können.
Das ist jetzt die Rennbahn. Vor diesen wunderbaren Schuppen ist natürlich, sind lauter Stützpunkte für die Yachten gebaut worden. Und die sind in allen Zeitschriften als Hightech-Design bejubelt worden. Und das ist alles Schrott. So, da sehen Sie diesen großen schwarzen Fleck, das ist erstmal Asphalt gegossen und da vorne sind jetzt diese Design-Dinger passiert. Achso, und jetzt kommen wir nach Hamburg, also da treffen wir uns ja dann auch wieder. Ich habe, als der Kai-Speicher noch ein Kai-Speicher war und keine Elbphilharmonie, dort das erste Foto gemacht und habe dann beschlossen, also das war 2003, dass ich tatsächlich diese Entwicklung der Hafen City immer so auf meine Art fotografisch begleiten werde. Mich haben dabei auch immer wieder die Übergangsorte, das Transistorische interessiert und tatsächlich auch nicht, ich mache auch keine Vorher-Nachher-Bilder, okay, das ist die gleiche Perspektive der Elbphilharmonie wie der Kai-Speicher vom gleichen Standpunkt. Das war das Einzige, was sich eigentlich immer wiederholt und ansonsten finde ich es eigentlich auch faszinierend, dass all diese Orte, diese Situationen, die ich fotografiert habe, alle schon wieder Geschichte sind. Also das Wesen der Fotografie, das ist ja das Schöne, ist, dass in dem Moment, wo wir sie betrachten, sie schon Vergangenheit ist. Weil zwischen dem Moment ist es nicht auflösbar. Also das Bild ist gemacht und wenn es dann rauskommt, egal wie schnell, ist es schon Vergangenheit. Und natürlich eben das, was ich schon sagte, diese Bilder werden uns erzählen, wie wir waren. Also es wird auch irgendwann ein Buch geben über die Hafen City. Wie gesagt, ihr habt das jetzt ist das Jahr 20, also ich habe das wirklich 20 Jahre betrieben und unendlich viel Material. Das können Sie auch ein bisschen größere Auswahl auch auf der Website ansehen und zeigt das Ganze im Werden. Und der Mann, der die Idee zu dieser Hafen City hat, sitzt ja jetzt hier dankenswerterweise links neben mir und kann dazu noch ein paar Sachen sagen. Warum wollten Sie eine Hafen City in Hamburg? Also, das ist eine lange Story. Und die ging in den 80er Jahren los und jetzt wird sie bald fertig. Aber was, und 2001 war die Grundsteinlegung. Und wollen wir sagen, das ist vielleicht, wenn man es ganz familiär ausdrücken will, ein Kind ist ja auch eine Setzung in die Welt. Nicht? Man bestimmt allerdings nicht die Form. Und es geschieht dann. Mhm. Und wenn man mehrere Kinder hat, werden die auch sehr unterschiedlich und man staunt, wie sowas möglich ist. Und so ist es da auch passiert. Und die Anlagen waren Gott sei Dank substanziell gut. Und alle, die da erzogen und darauf Einfluss genommen hat und die Umstände, die haben sie zu dem geformt, was es ist. Und im Kern ist das rausgekommen, was gewollt ist, wenn auch ganz anders und ein Vielfaches verdichtet und so. Aber das ist gar nicht der Punkt. Das ist tatsächlich eine Formsetzung mit einem Bild im Kopf. Das hat in der Einleitung ist das ja sehr schön gesagt worden. Es ist anders geworden. Aber dem Prinzip und dem Wesen nach ist es bei sich geblieben. An einigen Stellen sogar bereichert worden und an einigen Stellen misslungen. So ist das Leben. Aber es ist vital. Wo ist es bereichert worden und wo ist es misslungen? Also, es ist überverdichtet, was man aber kann, weil ja so viel Freiraum durch das Wasser ist. Das Schöne am Wasser. Und das ist konzeptionell. Da kann kein Investor drauf und da kann kein Architekt drauf. Es bleibt eine garantierte Freifläche. Es gibt allerdings ein paar Eseleien, sogar was ins Wasser zu stellen. Ja, gibt es ja. Ja, wird ja mehr gemacht. Das soll man nicht machen. Stell dir mal vor, jetzt kommt einer auf die Idee, macht das mit der Alster. Nicht? So, aber das Tolle an dieser Geschichte ist, dass man sagen, diese Setzung dann eine Ansteckung hatte,
und dann zum Sprung über die Elbe führte. So, das sieht man auf diesem Bild. Und da sieht man, und das ist schon die nächste Entwicklung, das war dann schon die letzte Bewerbung. Es gab ja dann zwei Olympia-Bewerbungen und zwischendurch eine Großstadt-Bewerbung. Das heißt, sozial, wenn ich jetzt mal an dieses Bild von Wolfsburg denke, nicht? Oder an andere Bilder aus Shanghai, dann waren wir ja mit Kirchdorf Süd böse dabei, hier so einen sozialen Brennpunkt zu kriegen in Wilhelmsburg. Und dieser Sprung über die Elbe war eine Großtat als Idee und diese Olympia-Bewerbungen sollten dazu helfen. Leider hat Olaf Scholz dann eine Volksbefragung gemacht. Das war eine Eselei. Und damit ist, das waren die Vorstudien dazu, Sprung über die Elbe, da sieht man ganz vorne die Hafen City und was man aus diesen Hafenbecken machen konnte, die alle viel zu flach werden in Zukunft und zu eng und so weiter. Und dahinter sieht man Wilhelmsburg und den weißen Stremel da in der Mitte, das ist das, was man aufsiedeln kann, was ja jetzt auch passiert. So, das war die Formsetzung und auch dort geht wieder die Entwicklung darüber hinweg, denn auch hier gibt es Kräfte in dieser Stadt, kämpft der Hafen gegen die Stadt und die Stadt ist ohnmächtig, dem Hafen zu sagen, wo es längs geht, im Sinne des Gemeinwohls. Und den Zustand haben wir jetzt und es wäre doch so schön, das gemeinsam zu machen. Und das ist einmal in einer ganz kurzen Epoche in Anbetracht der geschehenen deutschen Vereinigung passiert, dass der Hafen, um Altenwerder zu kriegen, etwas für die Stadt gab, was mal Stadt war, und die Stadt eben dann die Finanzierung für Altenwerder gab. So könnte sie weitermachen, wenn sie ein bisschen klug wäre, was sie zurzeit gar nicht ist. Und dann müssen wir weiter gucken. Das war aus Beuys Zeiten die Universitätsstadt auf dem Grasbrook. Nicht? Wir reden ja heute, wir haben keinen Platz zum Wohnungsbau. Natürlich haben wir den. Den müssen wir nur machen. Und dieses ist jetzt der Kompromiss. Da sieht man den kleinen Grasbrook. Das ist diese Halbinsel. Und auf der anderen Seite das Fortbestehen des Hafens. Anstatt dass der dort ist, wo heute die ganzen Hafenbrachen im mittleren Hafen sind, die jetzt als Baustofflager sind und Schrottplatz genutzt werden. Warum erzähle ich das eigentlich? Weil die eine Idee einer Setzung von Stadt oder von geordneter Stadt, die dann auf ihre Weise sich lebendig entwickelt hat, Gott sei Dank gemischt, auf der anderen Seite hier an dieser Stelle jetzt versagt und politisch nicht weitergeführt wird, weil in dieser Balance zwischen der Macht oder der Blockade der Hafenplanung gegen die Stadtplanung die Stadt sich nicht traut, nicht? Und kleinmütig jetzt weitermacht, obwohl das pausenlos im Abendblatt als Jubelmeldung verkauft wird, dieser Kompromiss. Sie wollten noch sagen, was gut gelaufen ist, was besser gelaufen ist als geplant. Ja, ach so, richtig. Es ist unglaublich gut gelaufen, die Durchmischung der Funktion. Es ist wirklich ein lebendiger Stadtteil durch die Mischung und durch die Dichte. Und dazu gehört die erste Großtat, die war der seinerzeitige Hafenchef. Der hat gesagt, die Urgroßväter, die haben alle den gesamten Freihafen sozialisiert. Die haben Marx weit links überholt. Es gab nicht mal Erbbaurecht, sondern nur 30-jährige Nutzungsverträge. Auf der Basis ist seinerzeit die Speicherstadt gebaut worden. Übrigens von Bismarck, den sie gerade abreißen wollen. Der hat damit die Hamburger bestochen und das subventioniert aus den Kriegsfolgen des Krieges von 1971. Und das steht auch nur, nicht mal auf Erbbaurecht, nur dass die Immobilie gehört der Stadt. So, und da hat der damalige Hafenchef gesagt,
Wenn ihr nicht die Gebühren, die Mietgebühren fürs Quartiermannsgewerbe erhöht, dann mache ich doch Kultur rein. Der fing damals an, Sie werden sich noch erinnern, an diese berühmte Ausstellung Titanic. Das hat kein Kulturfritze hier gemacht. Das hat der oberste Hafenarbeiter, Chef von der Hala gemacht, um zu zeigen, dass das geht. So, das Tolle ist, dass in dieser ganzen Speicherstadt alles dicht bei dicht mit kulturellen Einrichtungen besetzt ist, nicht, was bei diesen Speichergebäuden ja gar nicht so leicht ist. Und die Krönung war natürlich dann die grandioseste Heiratsschwindelei, die es überhaupt im Norden gegeben hat. Das war die Elbphilharmonie. Nicht? Denn Harmonia hat noch ein Weilchen gezappelt. Zunächst wollte das ja keiner. Und dann wurde sie gebaut. Und das Irrsinnige ist, dass tatsächlich jetzt diese Mischung von Kultur, Wohnen, Arbeiten und so weiter ist, dass das dann nicht richtig austariert ist. Das sind die kleinen Wachstumsschäden wieder mal. Aber das ist gut. Und in Zukunft ist das eigentlich eine tolle Lehre und darum ist es auch so ein Musterbeispiel jetzt für Städtebau geworden. Also was entscheidend ist, alles das, was ich an stringenter Form gewollt habe oder an strenger Gestaltsatzung, ist nie passiert. Aber das Schöne ist, die Anlage im Prinzip war richtig und die ist vital und die ist sehr lebendig geworden mit allen Macken. So, und das ist im Neuen jetzt nur so mit Kompromissen weitergeht, ist ein Jammer. Naja, da sieht man da unten den Grasbrook, nicht? Und wie das, und das könnte eigentlich wunderbar in die leeren Flächen des Hafens verlagert werden, wie das früher bei der Hafen City auch war. Das passiert bis jetzt jedenfalls noch nicht und muss aber passieren. Ja, und das war natürlich, so geht das los, wenn man sich Bilder macht. Das war natürlich ein Bilder, das hat auch ein bisschen was mit Hamburg zu tun. Hamburg ist das Schicksal von Frankfurt erspart geblieben. Da haben wir aber gesagt, nee, Hochhäuser kann man ja bauen an Verdichtungsstellen. Da sieht man ja auch jetzt diesen Turm, der jetzt durch den jetzigen Elbtower da gemacht wird, nicht? Aber weit weg genug, dass man das Gesicht der gewachsenen Historie der Stadt mit ihren Kirchspielen und ihrem Profil, wenn man auf der Lombardsbrücke steht, da hat man einen Genuss von Hamburg, der ist einzigartig, trotz aller Fehlgriffe. So, das kann man da ruhig machen. Also ich wollte auch dieses nur wieder als eine Vision zeigen. Diese Architekten sind immer, wir sind ja nun mal verschieden. Die kranken immer an Visionen. Und Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Finde ich nicht. Nur man muss sich nicht wundern, dass nicht alle Visionen reifen, wenn sie gut sind. So, jetzt, das ist sozusagen jetzt the final piece. Das war ja hier, was die Seite, nee, hier. Gegenüber die City-Hofhäuser, die ich aus irgendeinem Grund immer mochte. Also ich bin jetzt kein, und als dann der Abriss anstand, den ich auch immer noch skandalös finde, den Sie wahrscheinlich noch sehr viel skandalöser finden, weil Sie waren da ja noch involvierter in die mögliche Rettung, habe ich eben über anderthalb Jahre diesen Abriss fotografiert. Man kann das natürlich dann auch Leichenfledderei nennen, aber irgendwie konnte man sehen, als diese Häuser jetzt von den, was war das, was für ein Material, die Verkleidung, die graue Eternit, genau, als sie von der, fehlte mir das Wort, befreit waren, wie schön die eigentlich sind. Und ich mochte immer diese vier Blöcke, die da standen und finde es wirklich furchtbar. Also man kann in Ottensen, ich wohne in einer denkmalgeschützten Wohnung, da darf man nicht mal eine Wand rausnehmen. Das genehmigt das Denkmalamt nicht in einem Arbeiteraltbau, während ein denkmalgeschütztes Ensemble, was wirklich prägend für die Stadt war und für die Spätmoderne, einfach abgerissen wurde. Und diese Arbeit ist eine, so eine kleine Hommage an
diese City-Hof-Häuser, weil sie sind ja jetzt verschwunden. Mich interessiert auch nicht dieser Neubau, den Sie da bauen. Da habe ich kein Foto gemacht. Das wird wahrscheinlich irgend so ein Backsteinverbrechen werden mit ein bisschen Glas dabei. Nein, das ist ja irre, dass ein irgendwie 2023 oder irgendwie in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts nichts Besseres einfällt, als dann tatsächlich auf revisionistische Ideen zu kommen. Sorry. Ich finde sie ja toll. Also ich gehe da etwas anders ran. Also die Milch ist vergossen. Und es war... Der freie Blick war auch ganz schön. Man hätte es auch leer lassen können. Ja, da stand das Johanneskloster, ein großer weißer Bau bis zur Zerstörung durch die Bomben. Das haben die Hamburger wohl alle vergessen. Aber genau, darf ich mal bei Ihnen weiterdrücken? Ja, und dann... Das ist doch großartig. War der Wiederaufbau der 50er Jahre. Hamburg war zerstört, das war alles platt. Das Völkerkundemuseum, wo heute Horten steht, war weg. Dort, wo man in den 20er Jahren auch unter anderem für die Hamburger Hochbahn, also Hochhäuser plante, das war platt, da war ja dieses Klostergebäude, also dieser weiße Bau verschwunden. Und da gab es den Nazi Klopphaus, das war ein Architekt, der ist natürlich flott mit der Zeit gegangen. Der hat übrigens sehr schöne Backsteinhäuser im Kontorhausviertel gebaut. Und nun wollte man ein Zeichen für die Zukunft setzen. Und Sie sehen damals, an den Dampflokomotiven kann man noch sehen, wie schnell die Zeit rast. Ja. Und dann wollte man nun im Sinne der 20er Jahre jetzt so gestaffelte Hochhäuser bauen. Und die wollte man ja schon immer bauen. Und wollte die im Backstein bauen. Und dann hat der damalige Oberbaudirektor gesagt, jetzt ist Schluss. Wiedergutmachung an der verfehlten Moderne. Und die gab es auch in Hamburg. Und jetzt wird das Ding mit weißen Legaplatten, dem modernsten Wärmedämmmaterial gemacht, was aus Dänemark kam. Und das war dann eine große Geschichte. Und die Hamburger waren unendlich stolz und das Abendblatt hat viele Berichte darüber gemacht und man war futsch und hin. Und eines schönen Tages, so, und eines ist ganz klar, das war der totale Bruch natürlich mit der Kontorhausstadt. Aber es war ein, muss man sagen, ein historisches Ereignis und nur deswegen hat der Denkmalschutz das unter Schutz gestellt. Ungeachtet der Tatsache, dass in dieser tiefen Umnachtung der 70er Jahre, das mit diesen grauen Platten in Proportionen demoliert und verkleidet war. Und für die Hamburger wurde das ein Schandfleck, denn da drin saß auch noch das Bezirksamt Mitte, das da drin schweinisch wohnte und sogar diese Passage mit Müllcontainern zugestellt hat. Und die Garage, die öffentlich war mit 300 Autos, musste gesperrt werden wegen Uringeruchs. Vorher hatten wenigstens noch Kriminalfilme dort stattgefunden. So. Und da hat man gesagt, weg. Es wurde sogar noch gelogen und gesagt, das wäre voll Eternit. War es nicht. Was Asbest, mich aufgeregt hat, war zu dieser Zeit so viel Substanz wegzureißen, ein Denkmal wegzureißen, was man gerade erst erklärt hatte, weil man im Grunde genommen Geschichte einfach nur liquidiert. Und wer Geschichte liquidiert, der macht praktisch ein künstliches, kollektives Alzheimer. Das hat mit Ästhetik gar nichts zu tun. So, und das führte dann, da gab es die Möglichkeit, ich will die Story gar nicht erzählen, das waren die grau verkleideten Häuser, das waren die wieder instand gesetzten Häuser. Das wäre gegangen, natürlich im Kontrast zum Backstein. Zum Backstein, klar.
Aber das war ja der Geist der 50er Jahre. Ist ja die Frage, ob ich das heute machen würde. Nicht? Ich würde nicht, ja. würde nicht gleich immer sagen, Backsteinverbrechen. Nein, aber... Ja, wir sind uns ja einig. So, und der Witz ist, was jetzt so abweisend ist, auf der linken Seite konnte man so lebendig machen auf dem Weg zur Hafen-City, wäre alles gegangen. Na, kurz und klein. Und vor allem das Entscheidende war, die Grünen sagen, graue Energie bewahren. Die anderen sagen, wir müssen in der Stadt wohnen. Das war Erbbaurecht und im Besitz der Stadt. Ja. Und alle vier Türme konnten bewohnt werden mit Wohnungen. Und dann wird das auch noch Denkmal, dann wird es auch noch abgerissen. Und das hat mich politisch empört. Ja, nicht? Also dass man dann architektonisch argumentiert, ist eine andere Nummer. Und das war's. Wir sind fertig. Ach du lieber Gott. Ja. Sie dürfen aber Fragen fragen. Also es gibt ein Saalmikro. Die haben wir alle breit gequatscht. Ja. Das geht nicht. Also ich sage mal was in eigener Sache. Als ich seine Sachen gesehen habe, war ich im ersten Moment geschockt. Wovon? Von den Bildern. Warum? Ja, das habe ich doch versucht zu erklären. weil ich sagte, egal wie es fotografiert wird, das willst du doch genau alles nicht haben. Das ist doch alles ein Sanierungsfall. Bis man dann anfängt, vertieft zu gucken. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich wo glücklicher, ungeachtet aller Armut? Nicht? Wer kann sich oder wie mehr verwirklichen als da, wo alles käuflicher Geschmack ist? Nicht? Und so weiter und so weiter. Und dann wird man sehr nachdenklich. Und für mich, also ich wurde ja einfach hier nur gefragt, willst du mit dem sprechen? Wieso? Wir kennen uns doch gar nicht. Doch, wir haben uns schon mal. Wir waren zusammen in einem Film, den Arte mal gemacht hat. Da war ich bei Ihnen im Büro. Ja. Naja, gut. Aber ich fand diese. Sonst hätte ich sie nicht vorgeschlagen. Diese Provokation fand ich einfach gut. Und wo wir dann. Man muss ja dann ein bisschen was lernen. Naja, es gibt ja auch, also tatsächlich habe ich gerade vor nicht allzu langer Zeit, im Dezember, war ich als externer Prüfer eingeladen am Royal College of Art. Und da hat ein PhD-Student, also der seinen Doktor gemacht hat, die Fotografie benutzt, um als Flaneur Dinge zu erkunden. Und zwar hat er drei Märkte, Indoor-Markets in Portugal, in Lissabon, in Funchal, das ist in Madeira, und in Porto fotografiert. Ein Markt sollte umgebaut werden, einer war im Umbau und so weiter. Und seine These, seine PhD-These ist, dass eben die Architekten sich viel zu oft auf Aerial Views, auf Planungen von oben verlassen, auf Drohnenfotografie, anstatt zu gucken, also so im Walter Benjaminschen Sinne, was reflektiert die Stadt eigentlich als sozialen Raum? Und im Grunde genommen wäre das jetzt das Gegenargument gegen Ihre These, gegen meine Bilder. Ne? Also dass möglicherweise so eine Verschraubung da auch ein anderes Denken bringen könnte. Naja, aber Sie werden mich trotzdem nicht ändern. Ich will ja mehr ändern. Ich will Sie ja nicht ändern. Ich will natürlich so etwas aufgreifen und verbessern. Naja. Nur man wird natürlich demütig,
nicht? Wenn man sieht, was bei diesen Bemühungen immer wieder rauskommt. Und das ist für die, also wahrzunehmen, was ist, und das, und zwar das dann so zu zeigen, dass man aufmerksam wird. Das ist eigentlich dabei die Kunst. Das hat mir so imponiert. So, das, und so wie ich aber jetzt sowas sehe, dann kommt das nächste, dass ich sage, was kann man denn da jetzt machen? Genau. Sie haben Gestaltungswillen und ich kann es einfach so hinnehmen. Ja,